Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Folge, einem kleinen Projekt, das ich heute mache hier, weil Markus gerade eben keine Zeit hat. Wie ihr schon wisst, ist der neue Patch für Plants vs. Zombies rausgekommen. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, genug Münzen zu sammeln, um hier wirklich weiterzukommen. Und darum würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal die Minecraft-Version 14W06B. Das ist eine der neuen 1.8 Snapshots. Und zwar habe ich mir hierfür die Map 50 Seconds geholt. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt. Die Map wurde auf jeden Fall, wie ihr hier sehen könnt, am 8.2. dieses Jahres rausgebracht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Das Prinzip der Map ist ziemlich einfach. Wir haben immer nur 15 Sekunden, um eine bestimmte Stage zu schaffen. Ja, und los geht's. So, genau, jetzt haben wir hier eben 15 Sekunden. Oh, um ins Nichts zu springen. Nee, eigentlich nicht. Oh, ich sollte schon da drauf landen. Sonst habe ich meinen Speed-Bonus nicht. Nächster Versuch. Rechts seht ihr, von wem die Map ist. Von Seth Bling. Download-Link werde ich natürlich in die Beschreibung packen. Oh, jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Dem ist gerade... Ja, tatte. Das war natürlich richtig schön verkackt jetzt gerade. Da werden wir auch noch meine Versuche mitzählen. Das heißt, ihr könnt quasi dann angucken, wie viele Versuche ich gebraucht habe für die Maps. Ihr könnt es nachspielen und schauen, wie viele Versuche ihr gebraucht habt. Jetzt habe ich gerade eben 4 Stück gebraucht für die ersten. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der zweiten. Okay, es wird anspruchsvoller. Okay, es wird auch von der Zeit her langsam knapp. Boah, bei 14 Sekunden bin ich durchgelaufen. Ja, ich habe es tatsächlich noch geschafft. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, auch wenn ich Fallschaden genommen habe. Egal, komm schon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da habe ich es geschafft. Ja, ich habe es beim ersten Versuch geschafft. Jetzt noch bei der ersten Level. Nee, doch nicht. Das ist auf Eis, das ist auf Eis. Okay. Jetzt und mit engeren Wegen. Was ist das für eine Verarsche? Auf Eis und mit engeren Wege. What? Yes! Macht mir das mal nach hier, die ganzen Level hier, weil die ersten Versuche zu packen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Natürlich bin ich mal wieder neben dem Block gehüpft, weil ich schon vorher losrennen wollte. Das ist so dieses bloß keine Zeit verlieren Prinzip. Da kommt schon 15 blöde Sekunden nicht runterfallen. Hier, ich glaube hier, bei dem kann ich ein bisschen langsamer machen. Gerade wenn es in die engeren Kurven geht, weil wie ihr seht, ich habe noch ziemlich viel Zeit. Bevor ich es verkacke, mache ich lieber ein bisschen langsamer. Nein! Ich bin daneben gehüpft! Das war gerade der Sound, glaube ich, dass ich es nicht geschafft habe. Also die Zeit war auch noch abgelaufen. Okay, das hier ist schon wieder schwieriger. Versuch 5 hier schon. So. Sieht gut aus. Abbremsen, diesmal nichts verspringen. Yes. 5 Versuche. Und die nächste. Ach du Scheiße. Hüpf. Okay. Hüpf. Ich glaube, das wird nichts. Nein, das wird nichts. Nein, ich bin daneben gehüpft. Okay, hier hin. Hier hoch. Hier hoch. Nein, nein, nein. Jetzt falle ich schon wieder da vorbei. Okay, heute nicht so mein bester Tag. Heppa. Nee, doch, reicht. Okay, diesmal nicht so weit springen. Diesmal... Lieber hier ein bisschen langsamer und jetzt hier drop. Nein! Kann doch nicht sein, jetzt bin ich hier auch schon wieder beim 5. Versuch. Oh, oh, das wird schon wieder nichts. Nein, Mama! Okay, der nächste Versuch. Ach du Scheiße, ey, den ersten Sprung.
Also die Idee dahinter finde ich eigentlich ziemlich cool, so kleine Parcours zu machen, wo man auch quasi nach jedem Parcours wieder einen Checkpoint hat. Nicht so wie manche Adventure-Maps, wo du ewig lange Champion Run hast und einfach dazwischen quasi keine Speicherpunkte. Das finde ich hier besser gemacht, dass du quasi nach jeder kleinen Aufgabe schon Speicherpunkt hast. So, komm, diesmal muss es einfach klappen. Diesmal, komm. Ich lande einfach auf dem scheiß Ding, aber das geht nicht. Okay, Versuch 9. Gleich bin ich ein Loser und habe die Möglichkeit zu überspringen. Das habe ich nämlich schon gelesen. Wenn man das beim 10. Versuch nicht geschafft hat oder was 15. Versuch, bekommt man die Möglichkeit, die Map zu überspringen. Ja, hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, aber ich werde es natürlich nicht tun. Ich bin doch kein Anfänger hier. Wir wechseln auf 2, damit ich ja nicht aus Versehen hier drauf drücke. So, hier hin. Wo muss ich hin? Da hin. Jetzt hier hoch. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Bloß kein... Nicht wieder auf den Block da. Jetzt links. 14. Ja, endlich. 11 Versuche. Geht besser. Okay, jetzt mit Spinnennetzen. Oh, oh. Ein ganz schlechtes Gefühl hierbei. Oh nein, ich hab's verkackt. Oh nein, ich hab's schon wieder verkackt. Lauf, 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 lauf. Nein! Nein! Nein, 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 schön durch die Mitte, schön durch die Mitte. Links, rechts, links. Hopp, drüber. Hopp, drüber. Durch die Mitte und hopp, drüber. Nein! Lauf, 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 lauf. Nein! Okay, das war's mal wieder. Okay, okay, okay. Richtig schön verkackt, richtig schön verkackt. Aber jetzt wenn ich's hinkrieg, sieht's gut aus. 12, 14, nein, nicht hängen bleiben. Ich sehe das Ziel. Ach man. Hätte es doch jetzt eigentlich sein müssen. Nicht hängen bleiben, nicht immer hängen bleiben. Ach komm, das war doch schon wieder für den Arsch hier. Geh dich einfach umbringen. Geh dich einfach umbringen. So, nächster Versuch. Ich muss hier wirklich immer genau die Mitten treffen. Das ist natürlich das Schwierigste. Nein, jetzt bin ich zu weit nach rechts wegen dem blöden Spinnennetz. Okay, so kann man es auch machen. Hep, hep, hep. Lauf doch. Lauf, 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 hüpf drüber. Hüpf. Nein. Spinnennetz. Tu mir das nicht an, ey. Ah, der Level hier bringt mich auch schon wieder zu verzweifeln. So, links. Bitte, bitte, bitte. Jetzt geh doch in die Mitte. Okay, okay. Schön verkackt. Das wird schon wieder nichts mehr hier. Ach komm, bring dich einfach um hier. So, komm. Durch die Mitte, durch die Mitte. Nein. Das war's schon wieder, oder? Das war's schon wieder. Ja, natürlich war's das schon wieder. Bring dich einfach um, ey. Boah, ich bin so selbstmordgefährdet hier. Skip Level, juhu, wir sind die Beste. Ich hab schon wieder das Super Achievement. Du bist ein Loser, du darfst den Level überspringen. Komm, immer dieses Drüberhüpfen, es regt auf, es regt richtig auf. Oh nein, jetzt habe ich das Ding da nicht mitgenommen. Ich bin zu früh losgelaufen und tschüss. Aber als ich den Speedbonus nicht holt, habe ich auch ein Problem. Ja, jetzt laufe ich zu weit nach links. Also diese Map hier bringt mich echt zu verzweifeln. Das nächste Mal mache ich irgendwas Einfaches wie eine Map, wo man Kühe wilken muss oder so. Rechtsklick und dann passt. Hey, ja, komm, komm. Ist eh nicht mehr machbar, aber komm. Renn am besten einfach ins Spinnennetz rein. Das ist immer die beste Lösung für deine Probleme. Einfach ins Spinnennetz rennen oder einfach runterhüpfen. Da musst du dich schon nicht ärgern, dass du ins Spinnennetz rennst. Okay, ich hüpfe hier nicht mehr drüber. Es geht einfach immer schief. Es geht einfach immer schief. Ich lasse es mit dem Hüpfen, soweit es möglich ist. Komm schon durch die Mitte, durch die Mitte. Links. Und jetzt renne ich natürlich zu weit nach links, wo ich einmal nicht drüber rennen wollte. So, komm. Links, rechts. Hey, warum habe ich diesen blöden Speedbonus?
Ja, warum habe ich ihn jetzt nicht? Das ist die andere Frage. Okay, lauf doch, das wird eh nichts mehr, aber... Übung macht den Meister, also probiere ich jetzt hier perfekt in die Spinnernetze zu rennen und da oben dagegen zu hüpfen. Also genauso wie was ich machen sollte. Sehr gut. Durch die Mitte, links, rechts, zu weit rechts. Okay, jetzt sind wir bei 20 Versuchen. Vielleicht überlege ich mir jetzt dann langsam doch mal einen Skip zu verwenden, ne? Eigentlich will ich das nicht. Nein, wir lassen das mit dem Skip. Okay, nein, nicht okay. So, hier drauf und durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte, durch die Mitte. Links, rechts, hüpfen. Oh komm, hüpfen geht natürlich wieder nicht hier. Renne ich mal wieder zwischen den beiden hin und her und dann einfach in die Schlucht. Ja, diesmal sieht's gut aus. Zu spät abgesprungen. Fucking zu spät abgesprungen. Kann doch nicht sein. Ein blöder Fehler verhaut einen echt die komplette Runde. Ja, okay, hier hinten habe ich auch noch mal einen Fehler gemacht. Also irgendwie regt das gerade schon ein bisschen auf. Also ihr merkt schon, dieses Sprinten und so ist nicht so ganz meine Spezialität. Und vor allem Spinnennetz. Ich hasse Spinnennetz, auch im PvP. Ich renne immer rein und werde abgeschlachtet. Keine Ahnung, ich habe das so ein Talent für immer die Spinnennetze zu rennen. Ja, komm schon, lauf durch die Mitte. Also man muss hier echt ziemlich früh drücken, damit man drüber hüpft. Das war zu früh. Natürlich, jetzt wo ich sag, man muss früh drücken, drücke ich natürlich zu früh. Komm schon, lauf links, lauf bitte. Links, rechts und so weit rechts. Ja, man muss ja echt schauen, dass die Maus quasi komplett gerade steht und man die ganze Zeit nur so mit den Pfeiltasten arbeitet, so quasi wie in dem Jump'n'Run, weil in so einem alten 2D-Spiel man halt einfach, sobald man die Maus dreht, einfach komplett die Orientierung verliert, versucht gerade auszurennen, aber halt einfach aus dem Bildschirm rennt. Also ich bewege quasi gerade immer die Maus überhaupt nicht. Sondern rennen quasi und zu früh gedrückt. Kann ich irgendwie Selbstmord begehen? Ich habe keinen Bock hier zu warten. Nee. Dieses Spiel fördert auch nicht unbedingt meine Beziehung zu Enderdrache. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Warum bin ich da jetzt am Schluss nochmal hängen geblieben? Warum? Das hätte es sein können. Warum? Verdammt nochmal, jetzt bin ich zu spät gesprungen. Egal, weiterrennen, einfach weiterrennen. Kann was werden. Jetzt kann es nicht mehr werden. Scheiß Spinnennetze. So, komm, links, rechts. Links. Und das war zu weit links. Jetzt einmal, wo ich hier gut durchgekommen bin, renne ich natürlich aus dem Web raus. Links, das war zu weit rechts. Seht ihr, und jetzt, wo ich wieder keinen Fehler mache, renne ich natürlich nicht aus dem Web raus. Oh, ich habe das hier gut gemacht. Ich habe das hier quasi gut gemacht. Und jetzt, hier, wenn man hier oben drauf hüpft, ist er quasi schon verloren. Wenn man es einfach nicht... Ich habe es geschafft. Ich stand, glaube ich, schon 15 da. Es stand, glaube ich, echt schon 15 da. 32 Versuche habe ich für diese scheiß Map gebraucht. Was ist das hier? Hä? Wann zündet das Ding? Bei wie viel Sekunden? Hä, was? Oh, scheinbar ist da eine Kanone, die bei 5 Sekunden schießt. Gut zu wissen. Also ich denke mal, ich muss hier hoch und am besten nicht den Sprung verkacken. Aber hier ist eine unsichtbare Wand. Jo, ich glaube, ich muss vor die Kanone hüpfen und die schießt genau bei 5 Sekunden. Das heißt so. So und schon wieder verkackt. Hüpf. Oh Mann, oh Mann. Es wird nicht besser. Es wird... Ey, mit diesem scheiß Speed-Bonus komme ich einfach nicht klar zu hüpfen. Ich komm... Ja, komm, Kanone. Schieß doch einfach ohne mich. Ist klar. Komm schon, bei 5 Sekunden schießt das Ding. Ja, okay, schon wieder verkackt hier. Da war das TNT und jetzt, ja, kann ich mich schon wieder umbringen gehen. Ich glaube, ohne Speed hier am Anfang wäre ich besser aufgehoben. Ja, schon wieder verkackt. Nur wegen dem scheiß Speed-Ding.
Alter, ich versuch's von unten dagegen zu hüpfen. Das geht natürlich nicht, sondern man muss wirklich von oben drauf. Hey, dieser Speed, der lässt einen einfach nicht die Möglichkeit, hier genau auf den Knopf zu hüpfen. Und da war die Kanone ungefähr eine Sekunde schneller wie ich. Nein, ich bin drüber gerutscht, obwohl ich gesneakt bin. Jetzt habe ich nämlich eigentlich den Trick. Man muss sneaken, weil dann rutscht man beim Zurücklaufen hier nicht mehr vom Block runter. Aber was ist, ich rutsche natürlich trotzdem drunter. 3, 2, 4, bam. Was? Warum schießt sie mich jetzt so schief? Hep, hep, zack, hep. Zack, zack, zack. 4, hüpf, war. Jetzt hat sie mich einfach nach unten geschossen. Scheiß Kanone, ganz ehrlich. Wer hat so ein Scheißding gebaut? Ah ja, Set Plague. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Dieser scheiß Pfeil, ne? Er regt mich auf. 4, 5, 5, 5, 5. Willst du mich eigentlich verarschen? Die Kanone steht über mir, ballert rum und ja, ich chill halt so ein bisschen direkt unter ihr und es passiert einfach gar nichts. Komm schon, hep. Oh, diesmal habe ich gar keinen Speed-Bonus mitgenommen. Deswegen hat es auch nicht funktioniert. Also man braucht tatsächlich auch noch den Speed, um den Sprung hier scheinbar so machen zu... Oh nein, nicht sneaken. Ah, komm ey. Ja, taking inventory. Zumindest erreiche ich hier irgendwas. Schaffe ich schon nicht mehr im richtigen Moment die Tasten zu drücken. Ey, langsam wird's hier echt armselig. Ja, komm, schon wieder vorbeigehüpft. Da komm schon. Zack, zack, zack. Ja, komm. Geh dich erschießen, ey. So kann ich ja nicht, weil ich komme ja nicht vor die Kanone. Jetzt haben wir gleich schon wieder bei der nächsten Map 20 Versuche voll. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Kanone. Schieß einfach. Warum kann ich die Kanone nicht aktivieren? Dann würde ich es schaffen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 3, 4, 5, 5. Ja, klar. Diesmal war ich zu früh, oder was? Jetzt bin ich extra sogar noch eine halbe Sekunde gewartet da oben. Die ganze Zeit bin ich zu langsam und jetzt bin ich zu schnell, oder was? 4, 5. Komm schon, ich flieg, ich flieg, ich flieg, ich flieg. Yes, ich bin... Was ist los? Warum habe ich alles unter Wasser? Warum? Was? Nein! Enderdrache, fick dich. Komm schon, das geht. Das geht nicht mehr. Geh nicht einfach schießen, okay? Geh nicht einfach schießen, bam. Schauen wir mal der Kanone beim Schießen ein bisschen zu hier. Zack, hep, hep, hep. Ja, jetzt wird's wieder was. Jetzt hat's wieder was. 4, 5. Warum sehe ich hier bitte alles im Wasserfarben? Warum? Yes! 23 Versuche diesmal. War besser wie das letzte Mal. Was ist, nein! Man kriegt auch noch Schaden. Ich habe genau im Flug den Schaden bekommen und konnte darum nicht hier drüber hüpfen. Komm schon, gib jetzt den Schaden. Wo muss ich hin? Ich muss mir das Berg gehen. Ich muss mir den scheiß Berg gehen. Komm schon hier. Jetzt krieg ich... Nein! Der Schaden hat mich wieder runtergeboxt. Man muss vor jedem scheiß Sprung auf den Schaden warten, weil man es sonst nicht schafft, ey. Was ist das für eine Verarsche? Okay, 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 okay. Oh no, zu weit gerannt. Kann was ohne das Ding... Nein, es geht einfach nicht ohne das Ding. Man kriegt sogar dieses Slowness und so, wenn man sich den Speed nicht holt. Was ist das für eine Scheiße? Schau mal, wie langsam ich laufe, aber ich krieg trotzdem die ganzen negativen Effekte. Okay, vielleicht hätte ich hier nicht ganz weit am Anfang vorkommen, aber hier ist es machbar, auch ohne Speed. So, komm, 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 komm. Ich renne jetzt hier im langsamen Modus rum. Also ich hole mir nicht den Speed-Modus. Vielleicht kriege ich so hin. Wo muss ich hin? Yes! Okay, Leute, 5 Versuche. Das war ja fast mal gut. Oh nein, oh nein. Ich ahne Böses. Oh ja, ich glaube, ich muss hier in 15 Sekunden lebendig runterkommen. So nicht. So komme ich nicht lebendig runter. Zack, hep. Und am besten immer sneaken, wenn ihr auf den Block drauf hüpfen wollt. Ja, okay, jetzt bin ich fast tot. Komm schon, regeneriere. Ich glaube, er regeneriert nicht. Ich glaube, ich habe mich gerade getötet. Da muss man erst einmal den richtigen Weg finden. So gut, perfekter Sprung. Hier hin, hier hin, hier hin. Möglichst wenig Fallschaden nehmen, am besten gar keinen Fallschaden nehmen.
Ja, nein. Okay. Es wird sogar von der Zeit knapp, habe ich gerade gemerkt. Hier. Jo, das war der Tod. Ein scheiß Lauffehler, du bist sogar weg. Das ist echt nervig hier. Also das hier, glaube ich, wird mein Hasses-Level. Vor allem mit dem Speed. Ich kann mit Speed nicht laufen. Komm schon! Ja! 5 Versuche wieder. Okay, vielleicht wird es doch kein langer Hasses-Level. Okay, hier. So. Nicht so. Hier hin. So, dann am besten schiefstellen und hüpfen. Warum hüpfe ich nicht? Warum renne ich einfach in die Schlucht? Hier hin. So, schiefstellen und hüpfen. Hüpf doch, behinderter Mongo. So, komm. Warum ist meine Figur so behindert und hüpft nicht? Warum? Weil sie da auf einmal schneller wird und ich die Sperrt-Leertaste drückt. Das ist mir klar, aber warum? Da drüben ist wohl Super Mario. Hüpf doch. So, komm, lauf. Nein. Vor allem, ich hätte es gar nicht mehr geschafft in der Zeit. So soll es ja doch schneller gehen. Hüpfen. Von hier. Und zu früh gehüpft. Ich darf hier echt, glaube ich, nicht stehen bleiben. Hüpfen. Von hier hüpfen. Und schon verkackt. Ey, das ist echt schwer. Hüpfen, hier rüber, hüpfen, lauf, hüpfen, hier rüber, hüpfen, lauf, hüpfen, hier rüber, hüpfen. Und jetzt natürlich wieder daneben rennen, das war eine ganz schlaue Idee, diesmal hätte ich sogar, glaube ich, geschafft. Hüpfen, rüber, nicht hüpfen. Also auf Mario freue ich mich. Mario ist was ich gern gespielt habe. Das habe ich damals noch auf dem... Was? Ich war drauf und bin wieder runtergelaufen. Oh Mann, wie behindert ich sagen kann, ey. Mario ist was ich schon damals sehr viel auf dem N64 und so gezockt habe. Kennt ihr wahrscheinlich viele von euch schon fast nicht mehr. Ich weiß ja nicht, in welchem Alter so die Zuschauer von uns sind, aber... So ein paar von euch, denke ich mal, kennen es noch und ein paar andere kennen es wahrscheinlich schon nicht mehr. N64, Gamecube-Spiele und so ein Zeug. Komm schon, jetzt, hier, nein, ich laufe wieder runter, warum laufe ich wieder runter? Das hätte es werden können, das kann jetzt nicht sein. Komm schon, rüber, hopp. So, das ist der 15. Versuch, das heißt, jetzt hätte ich es echt gerne. Okay, ich springe einfach nicht, das ist eine gute Idee. Achso, der 15. Versuch kommt erst jetzt, das ist gut. So, komm schon, lauf, hüpf. Also diesen Block hier finde ich verdammt schwer und fies und genauso wie das hier. 15. Bitches. Was, Goomba? Okay, ich glaube, Goomba sollte man ausweichen. Warum ist da ein Loch in der Röhre? Ich hoffe, das ist keine Falle. So. Was macht hier ein Creeper? Hey, das kann man gar nicht schaffen. Ich bin da quasi nicht stehen geblieben. Okay. Ich glaube, wir gucken uns doch mal das Loch da in der Röhre an. Mario-Style durch die Röhren laufen ist, glaube ich, eine gute Idee hier. Ist ja auch eine Mario-Welt. In die Röhre. Oh ja, ich glaube, das war eine ziemlich gute Idee. Komm schon, lauf doch. Lauf in dieses beschissene Schloss. Boah, war das knapp. Schon wieder bei 15. Der zweite Versuch. Oh nein, ich hasse Schleim. Ich hasse Schleim-Jumps. Ich hasse sie wie die Pest. Komm schon. Yes. Oh nein, ich bin zu früh gesprungen. Fick dich. Wenn ich einfach Schleimjumps ohne Mist, ich hasse sie. Ich hasse sie richtig. Schaut euch das an, ich flieg hoch, aber bin tot. Deswegen hasse ich sie. Genau deswegen, weil du machst alles richtig, stirbst trotzdem. Sag komm, hüpf. Ja. Ich habe schon Tipp. Eigentlich ist es ja eine voll coole Idee mit dem Schleimblöcken, aber... Es ist halt einfach nicht meins, wie ihr seht.
Habe ich schon ganz Schaden bekommen? Was soll das? Was soll das? Jetzt ist die Zeit vorbei. Ich hoffe, ich habe es noch geschafft, ey. Ach, komm. Ich habe es nicht mehr geschafft. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt bin ich verreckt hier drauf. Komm schon, beweg dich einfach. Beweg dich einfach. Und jetzt läuft die Scheißtreppe hoch. Bleib einfach in Bewegung, bleib einfach in die Bewegung. Jetzt im Perfekt. Dieser, you failed. Bitch, Alter. Nein, ich hab's geschafft. Okay, okay, was muss ich tun? Ich denke mal, irgendwie gut den Weg hier packe. Möglichst kurzer Zeit, möglichst wenig springen. Dadurch, dass ich Speedbonus habe, macht mich jeder Sprung langsam. Das heißt, am besten nicht springen, sondern einfach nur laufen, laufen, laufen. Da ist das hier. Wow. Entschuldigung, ich muss mich kurz muten. Ich musste gerade husten. Ich glaube nochmal. So, jetzt. Habe ich euch schon gesagt, dass ich den Herbst scheiße finde. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Beim ersten Versuch diese Welt geschafft. Was ist hier los, My Little Pony? Warum drehst du dich um, My Little Pony? Warum? Warum? Bring dich um, Alter. Scheiß Pony. Das muss eigentlich so stehen bleiben, denke ich mal. Dass du hier so zack. Boah, komm, Pony, hüpft doch einfach. Da wieder so ein scheiß Hustanfall. So, ich bin gleich wieder da, Leute. Da bin ich wieder, nochmal schnell einen Schluck getrunken. Und jetzt, komm, jetzt machen wir das Pferd, Scheißdings. Und das Pferd dreht sich einfach schon wieder weg. Komm schon, ich muss es schaffen, einfach immer in dem goldenen Bereich hier zu hüpfen. Dann ist es, glaube ich, wirklich. Weil anders ist es gar nicht wirklich, ja. Wenn man nicht in den goldenen Bereich hüpft, hat er verkackt. Okay, runter hier. Komm schon, hüpfen. Hüpfen. Okay, das war zu früh. Warum mache ich hier jedes Mal zu früh? Oh oh, ich glaube, das ist ein Loch. Nein, ich bin drüber gekommen. Nur blöderweise sehe ich die Zeit hier nicht. Ich höre so. Und ich höre, dass ich sterben werde. So, komm schon, hüpf, fertig, hüpf, fertig, hüpf. Ferdi, 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 hüpf. Ferdi, 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 hüpf. Komm schon, hüpf da drüber, Pferd. Bitte, 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 das musst du einfach schaffen. Nein, es hüpft ins Loch. Es hüpft tatsächlich rein. Ich hab's doch mir gedacht, dass das nach hinten losgeht. Okay, das war wieder so klar. Es war wieder... Ach komm, ey. Geh nicht einfach aufhängen. Nein, man muss nicht nur perfekt springen. Und im richtigen Moment... Man muss auch noch genau die richtige Zeit davor die Leertaste gedrückt halten. Das war gerade eben ein perfekter Sprung. Das war schon wieder beschissen. Das war schon wieder beschissen. Das war schon wieder beschissen. Ey, regt mich das auf. Und ich kann doch nicht Restart drücken, sondern ich muss mich umbringen. Das regt noch mehr auf. So, komm schon, hüpf hier hoch. Und jetzt, komm, der Sprung war gut. Der Sprung war besser. Der Sprung war scheiße. Der Sprung war gut. Komm schon, hüpf. Komm schon, hüpf. Vielleicht sollte ich probieren, hier mal vom Pferd abzusteigen, da bei den Dingern, weil ich habe ja auch einen Speedbonus. Und ich glaube, das Pferd ist gar nicht schneller wie ich. Das heißt, wenn ich einfach da drüber absteige, sobald ich über dieses zweite große Loch drüber bin, okay, die Runde wird schon mal nichts mehr, dann kann ich gleich mal wieder da hopp, hüpf. Ich denke mal, wenn ich da über das zweite große... Ach komm, jetzt habe ich Skip Level. Das ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt auf das Pferd klicken will, drücke ich automatisch auf Skip Level. Hat sich mal wieder jemand sehr schlau ausgedacht, da wechsle ich mal lieber immer wieder gleich auf 2. So hopp. So hopp. So. So hopp. Komm schon, scheiß Pferd. Ja, komm, verkackt. Renn am besten vom Zaun ins Nichts. Hä? Ich hab doch Rechtsklick gemacht, ey. Scheiß Pferd. Dich bringe ich um, ich will anderes. Okay. Okay. Jeder hat ge- Hallo? Ich drücke hier Rechtsklick ohne Ende. So, das Pferd da unten muss verrecken. Warum steht es jetzt da drüben? Ich fühle mich hier benachteiligt. Hallo, hallo, ich will hier hoch. Ey, dieses Pferd kann einfach gar nichts. Es ist nur das Pferd schuld, Leute, nicht ich. Nee, nee, nee. Das Pferd ist einfach... Ja, hallo, das war gerade perfekter Sprung und das Pferd hüpft einfach nicht. Was ist los? Bring ich um, ey. Also ich muss sagen, diese Map ist doch schwieriger, als ich eigentlich gedacht hatte, so von den Forum-Einträgen her.
Ihr könnt ja auch bei Spiele bereitschreiben, was ihr... Oh nein, jetzt bin ich auch noch zu früh gesprungen. Was ihr so für Versuchzahlen hattet und jetzt bin ich zu spät gesprungen. Hey, das Pferd rennt einfach weg. Ist auch schön. So, verreck. Du, bitte nicht. Du bleibst bitte am Leben und machst mit mir jetzt diesen scheiß Parcours. So Leute, hab's geschafft. Das war nämlich genau die Idee von mir, einfach da drüben vom Pferd zu hüpfen. Ich denke, das war auch eine gute Idee. Was, Enderpearls? Ah, easy. Oh, ich dachte, es ist easy. Jo. Ich konnte sowas mal. Ich habe sowas selbst gebaut und das selbst gebauten Map. Da konnte ich es eigentlich recht gut. Aber hier schaffe ich es ziemlich genau, die Kante zu werfen. Aber es ist auch sehr schwer, Entfernung einzuschätzen, wenn dazwischen einfach nichts ist. Das muss ich jetzt auch mal hier dazu sagen. So. Nein, das war nicht so... Nein, das würde mich umbringen. What? Das hat mich umgebracht. What? Ich bin tot. Okay. Schnell und zielgenau. Hier. Hier. Okay, das nicht. Hier. Jo. Und hier. Nein, nein, nein. Werf dich da hoch. Back dich einfach hoch. Komm schon. Man kann sich doch da hochbacken, indem man einfach zwei Stück auf dieselbe Stelle wirft und dann landet man wieder auf dem Block oben drauf. Ja, okay, das funktioniert auf so kurze Distanz scheinbar nicht. Okay, hier hin. Oh, ich bin oben drauf. Hier hin. Okay, das war scheiße. Hier hin. Okay. Dann hier hin. Okay, dann hier drauf. Hier, 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 hier. Komm schon, flieg dahinter. Ach komm. Ich könnte eigentlich auch versuchen, von hier direkt da ganz nach hinten zu werfen. Kann ich so weit werfen? Nein, keine von denen erreicht das Ziel. Sterb nichts einfach. Komm schon, von hier nach da. Von hier nach da. Ja, okay, das Backen funktioniert echt scheinbar nicht. Der hat irgendwas gemacht, damit es nicht geht. Scheinbar doch ein schlauer Map-Ersteller. Ich backe. Ja, toll. Wenn ich es nicht haben will, funktioniert das Backen natürlich. Komm schon. Jetzt wäre ich oben drauf gewesen. Natürlich bin ich jetzt aber schon tot. Was? Hallo? Entschuldigung, aber ich fühle mich leicht beengt. Von Falling Blocks. Was ist hier los? Was ist der Scheiß? Okay, da ist einer, da ist einer. Da ist ja welche. Ich finde, hier an der Seite ist eigentlich ganz okay zu laufen. Okay. Also den wo ich gerade übersprungen habe. Hallo? Kann man, hallo? Den, wo ich gerade übersprungen habe, den will ich auf jeden Fall am Schluss nochmal machen. Und was das hier ist, das muss ich nochmal rausfinden. Der Block da hinten ist immer da, ne? Oh. Cool. Ich würde sagen, ich probiere mal den Trick hier. Ja, der Trick funktioniert. Okay. Dritter Versuch. Jetzt bin ich in der Map-Auswahl. Und zwar, welche haben wir übersprungen? Die mit... den Enderperlen. Welche ist das? Die hier. Oh, ich laufe einfach ins Nichts. Versuch 2. 3. So gut, hier hin. Da habe ich die gerade vorbei. Hallo? Okay, ich will mich nicht umbringen. Das soll ich höher werfen, wenn ich mich... Oh, ich habe es geschafft. Okay, okay, aber da hinten komme ich nicht mehr hin. Ich denke mal, ich will versuchen, da von der Plattform, wo ich gerade eben drauf stand, dann eine nach ganz hinten zu werfen. Ach komm, er stirbt einfach zu schnell. Ich müsste da noch 10 Kilometer runterfallen, dann könnte er von unten noch die Enderperlen reinbumpen. Oh, ich bin oben. Das hat geklappt. Ich konnte mich hochbacken. Oh, hier schaffe ich es natürlich mal wieder nicht. Komm schon, das ist doch jetzt der verkackte letzte Level. Gut. Yo, yo, yo. So schön zweimal direkt gegen die Kante hintereinander. Oh, oh. Ich glaube, ich bin zu früh gehüpft. Ja. Ich will hier ein bisschen Action. So, so, so. Hüpf, 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 hüpf. Und zack, dann stehe ich hier oben. Ist ja so. Spannung pur. Aber hier werfe ich immer gegen die verkackte Ecke. Okay, ich muss hier ein bisschen höher zielen. Also, gut. Werfen und hüpfen. Okay, dann hier auf die Höhe werfen. Nein, das ist zu niedrig. Auf die Höhe werfen.
so hoch auf die Höhe werfe. Ist wieder die Ecke, da ist wieder die Ecke, ist klar. Ja, und jetzt habe ich wieder dieses scheiß Skip-Level, wo ich vorhin dann außersehen drauf geklickt habe, weil es quasi auf den Enderperlen-Slot rauskommt. Das ist auch irgendwie eher weniger schlau gelöst. So, komm schon, jetzt werf dahinter. Irgendeine muss doch da hinten. Ne? Es trifft tatsächlich keine von denen, das da hinten, ne? Was? Ich hau gegen das Obsidian, aber fliegt dann vom Obsidian aufgrund der zweiten Erdenperle weg und es haut mich einfach ins Nichts. Okay, ich muss ungefähr so hoch. Das sollte ich mir mal merken. So hoch. So hoch. Einfach dahinter. Komm schon, einfach dahinter. Okay, ich muss die scheiß Plattform da hinten mal treffen. Ich treffe sie einfach nicht. Das regt mich auf. Es muss einfach möglich sein, die zu treffen. Okay, hier muss ich ungefähr auf die Höhe, habe ich gesagt. Hier auf die Höhe, habe ich gesagt. Und jetzt dahinter. Komm schon. Irgendeiner muss doch jetzt treffen. Das kann doch nicht sein. Wie weit ist die denn weg? Trifft einfach keine Enderperle. Also entweder hat er irgendeinen Schutz eingebaut, dass man da nicht hinterwerfen kann, was ich dem Hersteller irgendwie zutraue, weil ich bisher ziemlich viel gutes Zeug gefunden habe, was ich nicht erwartet habe. Also würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier direkt hier hin. Dann die Höhe, habe ich glaube ich gesagt. Nein, die Höhe. Ja, die Höhe. Nein, die Höhe. Ja. Dann hier hin. So. Und dann bringe ich mich einfach damit um. Indem ich wieder mal gegen die Ecke werfe. Okay, hier hin. Ich kann verstehen, dass es irgendwie langsam low wird, aber ich will diesen Level jetzt schaffen. Ich will ihn einfach schaffen. Das ist jetzt so der Ehrgeiz. Und jetzt bug ich, Komm schon, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wegen eines fucking Bugs sterbe. Und ich sterbe wegen eines fucking Bugs. Okay, gut, hier hin. Hier hoch. Inzwischen weiß ich, wo ich hinwerfe, wollte ich sagen. Ich soll so eine Scheiße einfach nicht sagen. Also sobald ich das sage, bin ich einfach tot. Oh, wow, das war schon wieder viel zu niedrig. Okay, hoch auf die Wolken zielen. Dann hier ungefähr auf die Höhe. Hier, das war zu niedrig. Dahin, da, komm schon. Nein, das war gegen die Ecke geworfen, sonst hätte ich es geschafft. Komm schon, zack. Gegen die Wolke. Hier nochmal gegen die Wolke. Okay, dann hier rüber. Hier rüber. Nein. Das war schon wieder die Ecke, die mich umgebracht hat. Also ich werfe immer gegen die Ecke. Da hätte man sich ja auch was Cooles überlegen können, dass man dabei nichts verreckt. Okay, gegen die Wolke haben wir gesagt. Natürlich fliegt die dritte jetzt daneben. Die dritte wollte mich natürlich wieder so richtig schön drollen und fliegt daneben. So gut, die erste, zweite auf die Wolke. Die dritte ungefähr. Nein, eins höher. Und ich habe vorbeigeworfen. Weil ich zu spät reagiert habe. Okay, hier hin. Und ich bring mich um. Okay, bis zu den 30 oder so, denke ich mal, mache ich es auf jeden Fall noch. Danach will ich es einfach cutten und dann euch zeigen, wie ich es geschafft habe. Komm schon. Soll ich da wieder hoch, ey. Zack. Dann die Wolke. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß sogar, wo ich hinwerfen muss und schaff's trotzdem nicht. Okay, ich weiß doch nicht, wo ich hinwerfen soll. Okay, ich stehe wieder oben drauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich wurde nicht vorteleportiert. Okay, auf die Wolke hier. Höher, höher, höher. Jetzt sind die da durchgebackt, oder was? Habt ihr das gesehen? Die sind durch die Tür durchgeflogen. Die sind durch die Tür durchgeflogen. Ey, ich hätte es geschafft, dieser. Ich hätte es geschafft. Oh, Wolke. Okay, hier Wolke. Vielleicht sollte ich auch auf die Säule zielen. Hier hin. Hier hin. So, Leute. Jetzt haben wir alle fucking Level geschafft. Und zum Abschluss machen wir hier nochmal den Lava Run zum Abmoderieren und das Ganze natürlich so. So, Leute, das war die Map 50 Seconds. Ich bin oft verreckt, ich habe es oft geschafft. Also besser gesagt, ich habe alle Level geschafft. Bin aber dabei ziemlich oft verreckt. Ich kann eben die ganze Zeit von Falling Blocks gesmashed werden. Ich fand die Map eigentlich ziemlich cool. Mich würde auch mal interessieren, ob ihr sie einfach mal spielt und mir dann in die Kommentare schreiben würdet, wie viele Versuche ihr für die Level gebraucht habt. Oder einfach nur vielleicht mir reinschreibt, dass ich scheiße bin, weil irgendwie war ich das in der Aufnahme. Aber dann hätte ich gerne einen Scheiße, weil ich jemanden gesehen habe, der es viel besser gemacht hat wie du. Das wüsste ich dann bitte auch gern.
Beziehungsweise am besten wäre es natürlich, wenn ihr es selber besser macht. Der Map-Download, wie gesagt, ist in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Hoffentlich klappt PVZ, dass ich diesmal ein bisschen mehr Münzen habe, damit ich einfach die Packs holen kann. Und dann am besten auch gleich einen neuen Charakter freischalten. Natürlich versuche ich auch jetzt aber herauszufinden, welche die neue Map ist. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Und ich versuche natürlich auch mal den Gartenkommando-Modus mal wieder zu spielen, weil selbst bei Gartenkommando kamen neue Sachen dazu. Jetzt habe ich die Map hier auch schon wieder geschafft und darum würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wirklich das nächste Mal, nachdem ich jetzt diesen Level auch mal abgeschlossen habe. Ja, und hier sehen wir nochmal mit der Endauswahl, hier seht ihr nochmal alle Level. Servus und ciao.